Simone Ballack im Fotostudio Zink in Regensburg. Es wird gezupft, geschminkt und nochmal gezupft, bis alles genau sitzt. Die Ex-Fußballerfrau ist Model für die Regensburger Dirndl-Designerin Astrid Zöll. Aber wie kam es denn dazu? Die Astrid Zöll habe ich kennengelernt über eine Freundin von mir, und zwar die Frau Effenberg zufällig, als ich bei der in Grünwald war, also da, wo sie ja lebt, in der Nähe von Grünwald, genau, wollen wir ja die Adresse nicht sagen. Ja, da habe ich die Astrid getroffen das erste Mal, letztes Jahr war das. Warum gefallen Ihnen die Kleider so gut? Also die sind ganz speziell und ich finde, die sind immer super schick und da ist immer viel Glitzer dran, aber auch nicht zu übertrieben. Also ich finde, das ist eine super Mischung. Und die Stoffe sind ganz toll, die sie immer verwendet, und jedes Jahr lässt sie sich was Neues einfallen. Und das Rumgezupfe beim Shooting stört die Let's Dance-Teilnehmerin überhaupt nicht. Das macht mir gar nichts. Nee. Das habe ich auch schon oft gehört von anderen, die dann immer ganz erstaunt sind, dass ich da immer so ruhig bleibe, wenn alle schon ausflippen. Aber nö, ach, kann da. Ich habe 3 Kinder, ich bin echt belastbar. Und wenn Simone Ballack schon mal da ist, dann werden gleich mehrere Kleider geshootet. Es kommt ein Kleid aus meiner ganz neuen Kollektion, Dirndl in Pink. Dann kommt ein Spezialmodell der Firma Angermeier dran mit einem Schalkragen, den ich ganz neu entworfen habe. Und dann kommt noch ein Modell, das allgemein eigentlich alle unsere Kunden haben, in silberfarbenem Brokat noch dran. Die Bilder mit dem Dirndl aus Regensburg werden Ende des Sommers in verschiedenen Modekatalogen zu sehen sein. Ansonsten ziert Simone Ballack ziemlich wahrscheinlich schon bald die Münchner Litfaßsäulen mit Mode von Astrid Zöll. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.